Das vermeintliche Unwetter war erst mal nach 10 Minuten vorbei. Wenn es doch global endlich auch einfach abziehen würde. Ist manchmal nicht so einfach, sich in dieser Zeit dann nicht doch auch noch mal betrüben zu lassen, denn das sind so liebe, nette, gute Menschen hier. Der Security-Mann, der hat mir sogar Tipps gegeben, anstatt zu meckern oder gar irgendwelche Strafen zu erheben. Ziemlich anders als meistens in, zumindest im Kanton Zürich und so weiter. Aber im Gespräch, Angst vor der indischen Variante und er wartet auch, bis er endlich dran ist. Und wenn man dann versucht, etwas zu sagen, dann spürt man, vorher war so schön offen, das Herz. Ja, und dann war da erstmal so eine Wand. Aber lasst euch nicht verbittern, gebt nicht auf. Aber das allein ist es eben auch nicht. Wo wären wir jetzt ohne das Vertrauen in die göttliche Macht, in den göttlichen Plan? Dann würde mich sowas sehr traurig machen, sehr betrüben. Aber da ich dieses Vertrauen habe, lasse ich es dann los. Und ja, lass mich nicht verbittern. Denn dann wäre man ja ständig unten und dann ist man überhaupt nicht mehr dienlich. Und natürlich schadet man dann auch sehr sich selbst und allen um einen herum. Herzlichen Gruß.